Warum Arbeitslosenzeiten 2 Jahre vor Rentenbeginn für die Wartezeit von 45 Jahren nicht mit dazugezählt werden. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld 1 sind rentenrechtliche Zeiten. Sie sind sogar Pflichtbeitragszeiten. Sie werden in einer Rente oder in der Rentenberechnung mit dazu gezählt. Das heißt also, für die Rentenhöhe haben sie immer Auswirkungen. Das Arbeitsamt zahlt Beiträge zur Rentenversicherung. Da gibt es spezielle Vorschriften. Das Problem, was wir sehr, sehr häufig haben, gibt es auch sehr viele Anfragen dazu, warum gerade Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld 1 2 Jahre vor Rentenbeginn bei der Wartezeit von 45 Jahren nicht mit dazuzählen. Und die Antwort ist relativ einfach zu finden. Sie steht im Gesetz. Denn § 51 Absatz 3a definiert ganz genau die Wartezeiten für die 45 Jahre für diese sogenannte abschlagsfreie Altersrente. Und das sind Pflichtbeitragszeiten für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit, Berücksichtigungszeiten und auch Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld 1, Krankengeld und Übergangsgeld. Aber für das Arbeitslosengeld 1 mit einer Einschränkung, dass diese 2 Jahre vor Rentenbeginn nicht berücksichtigt werden. Das ist die sozusagen gesetzliche Ausklammerung. Aber davon gibt es wiederum eine Ausnahme. Da sagt das Gesetz, es sei denn, der Bezug von Entgeltersatzleistung aus ALG 1 ist durch eine Insolvenz oder eine vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers verursacht worden. Dann zählen sie komischerweise wieder dazu. Und das ist genau der Grund, warum diese 2 Jahre Arbeitslosigkeitszeiten vor Rentenbeginn bei den 45 Jahren nicht mitgerechnet werden. In der Rentenhöhe werden sie mitberechnet. So, und das sollten eigentlich alle die Leute oder alle die Versicherten, die vorhaben, mit 63 plus x Monaten abschlagsfrei in Rente zu gehen, wissen, dass es bestenfalls oder es sollte so sein, dass wenn man weiß, dass man in diese Rente gehen will, dann auch tatsächlich die Zeiten der 45 Jahre dann irgendwie voll sind. Und dann können Sie ja auch meinetwegen 2 Jahre vor Rentenbeginn in die Arbeitslosigkeit zählen. Dann ist es absolut unschädlich. Hauptsache, die Wartezeit ist erfüllt. Näheres zum Thema Wartezeiten für die Rente oder für die Altersrente mit 45 Jahren finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.